Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute habe ich mal wieder was Besonderes für euch vorbereitet. Es geht nämlich darum zu erklären, warum und in welcher Form Dumbledore bereits über Quirrell Bescheid wusste, warum er das Ganze zum einen geheim gehalten hatte und zum anderen natürlich auch für sich gewinnbringend nutzen konnte. Aber gut, bevor wir mit dem Video starten, erstmal natürlich, es tut mir leid, dass ich so lange nichts gebracht hatte. Ich bin definitiv wieder da. Ich bin umgezogen, deswegen war es für mich schwieriger, da regelmäßigen Content zu etablieren, aber natürlich jetzt. Jetzt kommt wieder alles zurück und es ist wieder beim Alten. Der Fuchsbau ist zurück, ihr könnt euch freuen, ihr könnt auch gerne wieder abonnieren, wenn ihr gegangen seid, und auch über neue Abonnenten freue ich mich natürlich sehr. Ansonsten steigen wir auch direkt in das Video ein. Wie gesagt, wir haben eine unglaublich spannende Thematik vor uns. Ja, Dumbledore wusste von Anfang an darüber Bescheid. Es war immer so ein bisschen, ich sag mal, geheimnisumwittert, warum man das tut. Generell, warum Dumbledore bestimmte Sachen tut. Das ist jetzt nicht nur im Quirrells Fall zum Beispiel ein wesentlicher Punkt, sondern halt auch bei einem Lockhart, bei einer Umbridge, warum er dann so viel toleriert hat und ihr auch so viel Spielraum ermöglichte und auch einige andere Aspekte. Bei Quirrell aber muss man auch sagen, irgendwie hatte er mehr oder weniger den schlimmsten Feind der Zauberergemeinde in sein Schloss gelassen. Er hat tatsächlich toleriert, dass Voldemort wieder präsent wird und halt auch als Lehrer fungiert. Und man kann halt nicht irgendwie hier die Grundthematik ausfahren, wie bei Lockhart zum Beispiel, dass er mehr oder weniger als Mahnbeispiel dienen sollte, dass man sich so nicht verhalten soll und ihn halt dann auch nach und nach entlarven will, sondern es ist halt einfach Voldemort. Ob man will oder nicht, man kann es hier nicht anders betonen, und er hat halt dann auch toleriert, dass bestimmte Sachen halt einfach passieren. Und naja, man muss aber auch fairerweise sagen, plottechnisch gibt es dann auch hier und da mal wieder so ein paar, ich sag mal, Schwierigkeiten, gerade im Sinne von, dass man dann wissentlich, dass sich ein Voldemort in unmittelbarer Nähe befindet, als Strafe verhängt, nur mit einem Hagrid zum Beispiel unter Schutz in den verbotenen Wald zu gehen. Und ja, das sind dann schon Grundproblematiken, und da gibt es auch keine wirkliche Erklärung, auch keine wirklich gute Theorie, warum man das für nötig hält, wissentlich, was sich halt dort befindet und dass halt Voldemort auch präsent ist. Aber das ist ein anderes Thema. Wie gesagt, im Falle von einem Quirrell muss man halt erstmal wissen, wie das Ganze überhaupt zustande gekommen ist. Er war schon immer ein sehr eifriger und ambitionierter, ehrgeiziger Schüler vom Haus Ravenclaw, und irgendwann hat er für sich halt gemerkt, dass er Großes vollbringen möchte. Deswegen hat er es tatsächlich geschafft, was auch nicht viele vermochten, nämlich rauszufinden, wo sich halt dieses Seelenfragment von Voldemort befindet. Er ist viel rumgereist und irgendwann hat er halt dann besagten Wald entdeckt, und dort ist er dann auf Voldemort gestoßen. Er dachte wirklich zu dem Zeitpunkt, er wäre in der Lage, den dunklen Lord ein für alle Mal zu besiegen und sich halt dann auch den Ruhm anzueignen. Er war ehrgeizig, aber ambitioniert, er war auch nur unglaublich naiv und viel zu schwach. Also dieses Fragment sozusagen, was noch übrig geblieben ist, was wir von Quirrell gesehen haben, entsprach halt auch zu 100% seiner Persönlichkeit. Er war absolut schüchtern, absolut introvertiert. Er war nicht blöd, das muss man dazu sagen, dennoch nicht annähernd so gut, wie er das selber dachte. Und ja, irgendwo kann man auch von Größenwahn sprechen, wenn man bei einem Quirrell davon ausgeht, dass er in der Lage ist, selbst nur ein Seelenfragment von Voldemort endgültig zu vernichten. Natürlich ist das misslungen, natürlich wurde er entsprechend durch ihn korrumpiert, und somit war er halt dann Voldemort ein Bestandteil seiner selbst. Er hat halt seinen Körper als Träger genutzt und konnte halt so zumindest am Leben bleiben, sagen wir mal so. Er hat es halt dann wieder geschafft, eine physische Existenz zu erlangen, und das Ganze haben wir dann auch in späterer Form gesehen, als er halt dann auch dieses kleine komische Wesen da sozusagen war. Nur in dem Fall war halt dann Quirrell die Möglichkeit, einfach durch den Körper halt weiterzuleben und halt auch so zu bestehen. Nur war das halt dann erstmal nur ein Übergangsritus. Dumbledore musste aber in dem Moment immer noch rausfinden, wie Voldemort überhaupt überleben konnte. Er wusste, was passiert ist, er wusste auch, dass der Fluch auf ihn zurückgeworfen ist, und er wusste natürlich auch darüber Bescheid, dass Harry zu einem ungewollten Horcrux geworden ist. Und das ist übrigens auch ein Punkt, der ganz interessant ist. Diese Horcrux-Thematik wurde ja erst vermeintlich später durch einen Slughorn bestätigt. Es war ja so, dass diese Erinnerung gefehlt hatte und somit konnte Dumbledore nie sicher sein. Er wusste aber im Falle von Harry zum Beispiel trotzdem, dass Harry zu einem ungewollten Horcrux geworden ist. Ob das Voldemort jetzt heraufbeschworen hat oder nicht und ob da eigentlich ein Ritus mehr oder weniger dann noch dazugehört, das wurde auch nie gänzlich thematisiert. Das Grundproblem ist halt offensichtlich,
Eigentlich hätte man sich da nie sicher sein können. Nur wusste Dumbledore und hat vermutet, dass Voldemort in irgendeiner Form überleben konnte. Wahrscheinlich war er sich nur nicht sicher, in welcher Form. Und der ungewollte Horcrux durch Harry war halt dann ein weiterer Bestandteil dessen, dass er halt zumindest in eine gewisse Richtung tendierte. Wir wissen halt auch bestätigt, dass Hermine einst mal rausfinden wollte, was Horcruxe sind. Und somit hat sie gemerkt, es gibt keine Bücher darüber. Bei dieser Aussage ist klar geworden, es gibt nur keine Bücher darüber, weil Dumbledore sie aus der verbotenen Abteilung entfernt hatte, wissentlich, dass halt Leute somit auch in der Lage wären, Horcruxe zu erschaffen. Slughorn hat sozusagen dann nicht enthüllt, dass es sich dabei um Horcruxe handelt, mit denen Voldemort in der Lage ist zu überleben, sondern er hat halt dadurch auch enthüllt, wie viele es sind und hat es halt auch ein bisschen mehr spezifiziert und Dumbledore auch diese hundertprozentige Sicherheit gegeben. Und das ist auch genau der Punkt, der hier relevant ist. Dumbledore neigt tendenziell immer dazu, sich die hundertprozentige Sicherheit über irgendwelche Themen anzueignen. Und gerade zum Beispiel im Falle von einem Voldemort war das nicht mal das erste Mal. Schon damals, als Tom Riddle die Kammer des Schreckens geöffnet hatte, wusste Dumbledore, dass es Tom Riddle ist. Er hatte keine Beweise. Und Albus Dumbledore neigt nicht dazu, einfach jemanden vorzuverurteilen oder generell zu verurteilen. Erst wenn es hundertprozentig erwiesen ist, wird er aktiv werden. Oder wenn er von irgendeiner Seite sozusagen darum gebeten wird, sich bestimmten Sachen anzueignen und dann wird er halt auf seine eigene Art damit umgehen. Wir haben das in so vielerlei Hinsicht gesehen, auch bei dem Kampf zum Beispiel, anders als in den Filmen, habe ich ja schon öfter mal erwähnt, war es halt auch im Buch so, dass er komplett überlegen war und mit dieser Überlegenheit ist er in den Kampf reingegangen und hat es geschafft, hier Voldemort eigentlich Einhalt zu gebieten in der Hinsicht. Es gab nur einen schwachen Moment, als Voldemort in einer guten Situation den Todesfluch abfeuerte und Fawkes dazwischen gegangen ist. Nur weiß man auch, ein Phönix gehört zu einem Dumbledore, deswegen muss man hier auch wieder sagen, eigentlich hat Dumbledore hier komplett Überlegenheit gezeigt. Aber gut, gehen wir zurück zum Hauptthema. Wie gesagt, er hat immer versucht herauszufinden, was Sache ist. Und ja, dabei ist Dumbledore auch bereit, einige Risiken einzugehen und das tut er halt alles für das höhere Wohl. Und das klingt jetzt hart, nur Dumbledore ist tatsächlich auch bereit, Voldemort unterrichten zu lassen, wissentlich, dass er halt sehr schwach ist, niemanden verletzen kann und ihn auf die Schüler loszulassen, nur um herauszufinden, was halt wirklich abgeht. Dumbledore versucht immer, die hundertprozentige Sicherheit zu erlangen und seinen Gegner halt komplett zu überblicken. Ganz nach dem Motto, halt deine Freunde nah bei dir und deine Feinde noch näher. Und das Ganze hat sich hier auch wieder gezeigt. Ja, er wusste davon. Er wusste nicht genau, was Sache ist, er wusste aber, was Quirrell vorhatte, bevor er es getan hat. Und er wusste auch, dass er zurückgekommen ist. Und er konnte sich auch denken, dass Quirrell nicht in der Lage war, das letzte Fragment von Voldemort sozusagen zu vernichten. Und er hätte sich auch denken können, dass da irgendetwas nicht stimmt. Und bis zu einem gewissen Grad hat er das auch. Er hat es halt nur toleriert. Wie er auch so schön immer ausgedrückt hat, man muss manchmal den Ereignissen einfach seinen freien Lauf lassen, um rauszufinden, was halt wirklich passiert. Und das war für ihn halt die Möglichkeit, sehr viele Fliegen mit einer Klappe zu schlagen. Was man aber auch dazu sagen muss, ist, somit hat er auch unter Beweis gestellt, dass er bereit ist, Harry eigentlich in jeder Situation zu opfern. Er meint zwar, dass er den Überblick hat und er meint zwar, dass er im Fall der Fälle eintreten könnte, nur kann auch ein Dumbledore nicht jede einzelne Sekunde alles überwachen und er hätte irgendetwas auslösen können oder in irgendeiner Weise zu spät auftreten können und es hätte schief gehen können. Was, wenn Quirrell Harry berührt hätte und auch ohne den Stein, auch ohne den Horcrux-Schutz hätte Harry ja irgendwie zu Tode kommen können. Es hätte sonst was passieren können. Und das Ganze hat er aber wissentlich in Kauf genommen. Und da muss man sagen, für Dumbledore ist es immer eine Zweckdienlichkeit. Es dient nur mal dem höheren Wohl. Und hier ist es aber für mich schwierig. Er hätte es auch anders unter Beweis stellen können. Er hätte es auch anders bewerkstelligen können. Und ich denke mir mal, wenn er in der Lage gewesen wäre, Quirrell gefangen zu nehmen und Voldemort sozusagen einzudämmen, hätte er vielleicht auch ähnliche Informationen kommen können. Es gibt immer noch sowas wie Veritaserum und wir wissen halt erwiesenermaßen, man kann sich nicht wirklich dagegen erwehren. Das heißt, es gäbe auch andere Möglichkeiten, nur Dumbledore neigt nicht dazu, jemanden vorzuverurteilen und Dumbledore muss immer zu 100% sicher sein. Und das war auch in dem Fall wieder so. Er wusste irgendwas, was stimmt nicht. Er wusste, Quirrell ist auf Voldemort getroffen. Er wusste auch, in irgendeiner Weise hängt Voldemort mit ihm zusammen. Er konnte sich vielleicht nicht das Ausmaß dessen denken. Er konnte sich vielleicht nicht denken, dass das zweite Gesicht von Voldemort sozusagen bei Quirrell präsent geworden ist. Aber zumindest wusste er, dass etwas nicht stimmt. Er war halt einfach, wie gesagt, bereit, das Ganze zu tolerieren und das Ganze laufen zu lassen, weil er auch ganz klar wusste, Voldemort ist momentan nicht stark genug, jemanden zu verletzen. Und er ist halt einfach ein gewisses Risiko eingegangen. Das war's auch mit dem heutigen Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst es mich gerne wissen. Lasst doch gerne den Daumen nach oben da und natürlich ein Abo. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Habt einen schönen Tag und macht was draus, meine Freunde.